Hallo, heute gibt es mal kein Tutorial oder Tech Review oder ähnliches, sondern ich biete euch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen und wie es mit dem Kanal so weitergeht. Anstatt das Ganze irgendwie jährlich zu machen, gab es im Moment so den Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss ich ein bisschen was ändern. Corona war oder ist, weil Corona ist immer noch da und das wird uns wahrscheinlich auch noch länger begleiten, so wie es aussieht, so ein bisschen der Motivationskiller für mich gewesen. Während der ganzen Zeit ist so viele Dinge liegen geblieben und viele Dinge machten nicht wirklich Spaß und entsprechend auch der Kanal, und das war halt auch der Grund, warum irgendwie sehr, sehr wenig Videos irgendwie im letzten Vierteljahr erschienen sind. Und entsprechend habe ich mir so Ende August mal Gedanken gemacht, hey, wie machst du denn weiter mit dem Kanal? Dann waren wir eine Woche im Urlaub und da habe ich dann auch drüber nachgedacht und kam irgendwie zu keinem wirklichen Ergebnis. Und entsprechend zog es jetzt nach meinem Urlaub, während ich dann quasi kurz davor wieder angefangen habe zu laufen, kam mir die Idee beim Sport sozusagen. Und ich dachte mir, ja, Christian, du machst den Kanal weiter und das macht dir grundsätzlich auch Spaß, Leuten wie dir zu helfen, die Probleme zu lösen. Allerdings möchte ich ein bisschen weg von den normalen Tutorials und so weiter, die es auch weiter geben wird und die ihr auch immer nachfragt, hier, mach mal dazu was, mach mal dazu was, mach mal dazu was. Und viele Dinge fallen ja auch bei mir an und die möchte ich euch dann natürlich zeigen, weil ob ich das als Blogbeitrag teilweise schreibe oder als YouTube-Video, ist dann auch relativ egal. Bandbreite von dem Kanal, die wird sich etwas vergrößern. Ich werde da so primär zwei Themen mit noch hinzufügen. Das ist das große Thema Smart Home, also quasi Hardware, die ich verwende, die man kaufen kann und die ich gut finde und so weiter und so fort. Und das Ganze mit Software auf Basis von Home Assistant, weil das die Software ist, die ich seit Jahren schon einsetze, entsprechend auch ein gewisses Know-how habe und die Sachen damit dann da reinpacke. Das zweite Thema ist das Thema so 3D-Druck und alles, was so quasi dazuhört. Ein bisschen was quasi zum 3D-Drucken selbst. Allerdings, was kann man mit dem 3D-Drucker im Homelab anstellen? Viele Raspberry Pi-Projekte gibt es ja oder andere Arduino oder ESP-Home-Systeme, wo man ziemlich coole Sachen bauen kann. Und meistens druckt man sich irgendwie ein Gehäuse dazu oder Komponenten und so weiter und so fort. Und so ein bisschen was auch Thema 3D-Druck kommt auch so mit rein. Ihr seht, es bleibt eigentlich sehr stark Home, also Heimnetzwerk-affiner komplette Kanal. Allerdings in den Nuancen natürlich ein bisschen was noch mit hinzu. Also von daher, das ist dann quasi jetzt so, wie es jetzt weitergeht. Schlussendlich werde ich auch primär den Discord-Channel befüllen mit, also Discord-Channel ist ja falsch, den Discord-Server als Community-Plattform. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten folgt mir entsprechend auf Facebook techie.de oder auf Twitter techie.de und da könnt ihr quasi auch mit mir in Kontakt treten. Last but not least, als noch kleine Ankündigung dazu, ich habe mich entschieden, die YouTube-Kanalmitgliedschaften zu aktivieren. Das heißt, für $1 im Monat könnt ihr quasi Premium-Abonnent meines Kanals werden. Das fängt jetzt mal langsam an. Ich gucke mal, wie das Ganze so läuft. Total freiwillig und wir schauen mal, wie das Ganze so läuft und welche Benefits da noch dazukommen und so weiter und so fort. Den Button findet ihr jeweils immer quasi unten neben dem Abonnier-Button ist, da steht ja immer Mitglied werden und darum geht es da bei dem. Falls noch irgendwelche Fragen sind, Discord-Community steht dir immer offen und ansonsten schreib mir einfach eine Mail. Bis dann und ciao, ciao.